Ja, ist der Hobbygärtner. Heute wieder mal ein Video über Superroot AirPod-Töpfe. Welcher Topf passt zu welcher Pflanze? Weitere Infos nach dem Intro. So, dann werde ich euch mal die Superroot AirPod-Töpfe noch mal erklären. Ich habe sieben verschiedene Größen. Kleinste Größe 1 Liter, 3 Liter und 5 Liter. Zu beachten ist bei diesen dreien, ihr braucht bloß eine Schraube reindrehen. Unten kommt da keine Schraube rein. Dann geht es weiter mit dem 9 Liter und den 12,5 Liter. Die sind von der Höhe her gleich, nur vom Volumen her ein kleines bisschen anders. Und der 20 Liter, der ist dann halt schon ganz schön groß. Könnt ihr schon größere Pflanzen einpflanzen, komme ich gleich zu. Und den größten, den ich habe, ist der 38 Liter. Der 38 Liter, den habe ich für Physalis und die Weinpflanze. Ihr seht, das ist schon ein ganz schöner Propper. Aber vom Wuchs her und für die Pflanze, denke ich mir, die beste Entscheidung. Gehen wir mal rüber zu den kleineren AirPod-Töpfen. Beim 1 Liter, da setze ich zum Beispiel immer meine Stecklinge, also meine neuen Pflanzen, die ich jetzt gezogen habe aus den Pflanzschalen, in die 1 Liter Töpfe. Lasse sie halt ein bisschen anwachsen, bisschen größer sind. Topft sich schön leicht um und dann geht es weiter. Hier habe ich eine kleine Topftomate, die habe ich letzte Woche mal umgesetzt in den 3 Liter Topf. Ihr seht, volumentechnisch eigentlich ganz gut. Dann gehen wir mal weiter zum 5-Liter-Topf. Das ist ein optimaler Topf für ein Thai-Chili. Thai-Chili wird nicht groß. Ja, habe ich früher in Plastiktöpfen und Terrakotta-Töpfen gehabt. Der ist hier schön praktisch, lässt sich schön wieder auseinandernehmen, schön umtopfen. Aber der bleibt jetzt dran, bis der irgendwann mal fertig und erntereif ist. Im 9-Liter-Topf habe ich eine Topfpaprika. Die braucht schon ein bisschen Platz. Die wird später mal hier ihre Paprikas oben im Kopf haben. Topfe ich auch nicht mehr um. Um euch das mal zu zeigen, so vom Volumen her, ist schon ein bisschen größer, so ein bisschen schwerer. Also das ist eine optimale Größe für eine Topfpaprika. Den 12,5 Liter Topf, den nehme ich zum Beispiel für Habaneros. Hier ist eine Chili Anaheim, Jalapeno. Dafür sind die optimal, weil größentechnisch, wenn ihr die dann in dieser Größe habt, topft ihr den nur noch da einmal rein und dann lasst ihr das ganze Ding wachsen. Und ich sage mal so, das ist eigentlich optimal dafür. Zum 20 Liter kann ich noch sagen, habe ich in diesem Jahr meine Gurken drin. Meine Gurken, also quasi Lunchbox, ist es Steckgurke, Schlanggurke. Das kann ich euch im Gewächshaus nochmal zeigen. Habe ich dieses Jahr 7 Stück von, wuchsmäßig, entwicklungsmäßig, pflanzentechnisch 1A. Das sind sie schon alle. Das sind jetzt die 7 verschiedenen AirPods, die ich habe. Es gibt noch größere, aber ich sag mal, für einen Hobbygärtner oder allgemein für einen Garten reichen die vollkommen aus. Was ich euch heute noch zeigen möchte, ist, wir topfen heute mal um von kleineren AirPod-Topf in den größeren, damit man mal sieht, wie gut sich die Wurzel entwickelt hat, wie gut die Pflanze aussieht und wie leicht das Umtopfen ist. Ansonsten, ja, schaut mir einfach dabei zu. Heute topfe ich die Stecklinge in den 1 Liter AirPod-Topf um. Erstmal in der Übergangszeit reichen die kleinen Dinger völlig aus. Ich topfe heute mal für euch den Topfpaprika um. Ihr seht, der ist schon schön groß. Wird Zeit für ein kleines neues Zuhause. Nehme ich meinen Superroot AirPod-Topf, setze die Pflanze ein bisschen tiefer ein. Und was ich halt mache, ist, ich siebe mir die Erde immer noch ein bisschen, damit die ein bisschen feiner ist. Weil sonst sind die Gemüse- und Pflanzerden, die sind mir immer zu grob. Und bei Stecklingen, muss ich sagen, ist es einfach besser, wenn man da ein bisschen was Feineres hat. So, umgetopft haben wir. Als Stabilisierung habe ich hier so eine Plastikstäbe. Ich habe früher immer Schaschlikspieße genommen, aber die sind mir immer verschimmelt.
Beschreibung rein und schon seid ihr fast fertig. Ihr solltet das natürlich noch angießen. Beim Angießen, wie gesagt, ich habe es in meinen anderen Videos schon gesagt, da müsst ihr euch ein bisschen Zeit nehmen, das Wasser ein bisschen einsickern lassen. Und dann geht es auch. Deswegen oben immer diesen Zunring und unten sind die offenen Stellen für die AirPod-Töpfe. So, umgetopft haben wir. 1 Liter AirPod-Topf. Topfpaprika ist fertig. Ich würde mal sagen, wir setzen den Jalapeno noch um, damit ihr mal sehen könnt, wie gut der schon gewachsen ist und wie toll sich die Wurzel entwickelt. Dafür brauchen wir halt den 12,5 Liter AirPod-Topf, weil der Jalapeno braucht schon ein bisschen mehr Platz. Nur mal als Vergleich zum Jalapeno, der ist noch im 5 Liter Superroot AirPod-Topf. Und den ich schon umgetopft habe, der ist schon im 12,5 Liter. Ihr seht, der kann sich viel besser entwickeln, hat einfach mehr Platz. So, jetzt machen wir den AirPod-Topf mal auf, setzen die Pflanze um und schauen wir mal, wie gut sich das schon entwickelt hat. Also, AirPod-Topf, ihr braucht eure Pflanzerde und füllt erstmal euren Topf schön mit eurer Gemüseerde auf. Ihr müsst es halt ein bisschen andrücken, damit sie die Löcher ein bisschen stopfen. Ist immer gut, ein bisschen füllen. Dann macht ihr eure Erde rein. Wie gesagt, 12,5 Liter ist schon ein bisschen was, aber wir wollen es ja auch vernünftig umtopfen. So ungefähr halb voll, würde ich sagen, jetzt erstmal. Das ist ein gutes Maß. Ja, ihr müsst ungefähr schauen, wie groß ist der. So, dann nehmen wir unsere Beschriftung raus, in dem Fall Jalapeno. Dann dreht ihr eure Schraube auf. Diese eine, mehr braucht ihr ja nicht. Und nehmt eure Pflanze und legt die erstmal hin. So, jetzt öffnen wir den Superroot AirPod-Topf. Und ihr seht, schaut an, wie kinderleicht das Umtopfen geht. Die Wurzeln, alle richtig schön, ihr reißt keine Wurzel ab. Wirklich eine ganz tolle Sache. Jetzt nehme ich meine Pflanze einfach nur raus, stelle mir die hier kurz hin. Das brauchen wir nicht mehr. Wenn ihr das nicht mehr braucht, ihr legt euch das einfach flach zusammen, weggeräumt, wo ihr es gerade hinhaben wollt und schon ist der Topf weggeräumt. Jetzt nehmt ihr euren 12,5 Liter AirPod-Topf, guckt, damit es gut reinpasst. Schauen wir mal und setzt einfach eure Pflanze hier rein. Drückt die ein bisschen an, passt perfekt. Nehmt euch eure Erde und füllt ringsrum das Ganze schön auf. So. Ruhig immer, wie schon gesagt, an den Rändern die Erde schon ein bisschen andrücken. So. Was fehlt jetzt noch? Ganz einfach. Beim Hobbygärtner gibt es ja immer Bambusstäbe. Bambusstäbe nehme ich halt zum Stabilisieren für meine Pflanze. In dem Fall stecke ich mir die hier einfach nur schräg rein. Schön gleichmäßig. So, können wir hier drüben noch eine machen. Weil später, wenn der Jalapeno ein bisschen voller hängt, der wird schon ein bisschen schwer und nicht damit mir die Triebe abbrechen. Nehme ich halt ein paar Bambusstangen und dann ist es gut. Dann natürlich nicht vergessen, ich habe immer eine Doppelbeschriftung. Wenn man hier sieht, ich habe hier mir so eine Befestigung gemacht, wo Jalapeno draufsteht. Und zusätzlich habe ich immer noch mein Steckschild. Da drucke ich mir immer solche Beschriftungsbarcodes. Die sind wetterfest. Die macht man einmal und dann passt das. Und für die Bambusstangen habe ich hier meine schönen Schnellklipse. Die Schnellklipse sind echt optimal. Ihr nehmt den einfach nur, rastet ein und fertig. Und schon habt ihr
an euren Bambusstangen, die Pflanze schön fixiert, da kann nichts mehr passieren. Und dann ist die ganze Sache schon fertig. So, wir müssen das Ganze noch ein bisschen angießen. Zeige ich euch auch noch. Einmal ringsrum, erstmal vorsichtig angegossen. Dann wartet ihr ein kleines bisschen, bis es sich ein bisschen gesetzt hat, das Wasser. Gießt einfach nochmal nach. Und schon seid ihr fertig mit den Umtopfen in einen größeren Superhut Airpod Topf. 12x Liter, Jalapeno, kommt hier wieder rüber zu meinen anderen Pflanzen. Ich hoffe, wir kriegen den Platz noch ein bisschen gerückt. Passt perfekt. Jetzt lassen wir das alles wachsen. Und ja, im nächsten Video, denke ich mal, werde ich euch mal zeigen, wie gut die Ernte ausfällt. Der Hobbygärtner sagt danke fürs Zuschauen.